Eigentlich war es ein ganz normaler Bürotag. Es war gegen Mittag. Und das Letzte, woran ich mich erinnern kann, war eine WhatsApp-Nachricht, die ich geschickt habe, 12.08 Uhr. Das war die letzte 13. Mai. Und da hatte ich dann meinen Kollegen Stefan gesehen, zwischen der Blume. Und weil er ganz starr geguckt hatte und sich irgendwie nicht mehr bewegt hat, sondern komisch geröchelt. Stefan, kannst du mich hören? Dann hatte ich neben mir meinen anderen Kollegen Garo sitzen. Garo, mit Stefan stimmt was nicht, hol ihn sofort vom Stuhl. Hallo, mein Name ist Vivian Sander. Wir brauchen unbedingt einen Rettungswagen. Mein Kollege, der bewegt sich nicht mehr und atmet auch nicht. Ja, wir hatten eigentlich gleich angefangen, ihn wieder zu beleben und dann die Herzdruckmassage zu machen. Stefan, komm, du schaffst das. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass wir jetzt also Stefan verlieren. Also, und ja. Wir hatten dann noch das andere Problem, dass wir hier unten eine Baustelle hatten, weil wir relativ lange, also fast 20 Minuten auf den RTW warten mussten. Aber 20 Minuten können dann schon sehr lang sein. Die ist schon lange, ne? Ich war schon tot und ich bin zurückgeholt worden und bin eben froh und dankbar, dass das so ist. Vivian hatte ich zuerst angerufen und ja, mich erstmal bedankt. Also ich glaube, ich war noch nie so geschockt in meinem Leben wie zu dem Tag. Und es hat auch ein paar Tage gedauert, bis man wieder runtergekommen ist, richtig? Die war vorher schon, ich sag mal, war es eine Kollegin, die man in den Arm nehmen konnte. Und jetzt ist sie eben, hat sie einen Platz hier mit drin.